So, also helfen können wir ihm nicht. Das Regal säubern können wir. Ich brauche etwas, um diesen ganzen Dreck zu beseitigen. Einen Lappen oder einen Staubwedel. Jetzt sollten wir das Ganze hier markieren. Da. Orakel. So. Ups. Okay, nein. Ups. Wir könnten hier oben nochmal irgendwie rumprobieren. So, Ketten bewegen sich nicht. Ketten bewegen sich. Nimm schon mal den Bogen in die Hand, damit ich gleich schießen kann. Und hops. Hops. Nein, vorbeigesprungen. Ach, für dich haben wir doch den Piekser hier. Pieks, 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 Pieks. Geht's da weiter? Oh. Oh, das sind viele. 3. Stirb. 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 Oh, die Pfeile kommen ja richtig weit. Okay. Dann bringen wir doch einfach mal alle um. Wir haben 72 Pfeile, das passt. Genau, tot. Und über das Licht aus. Das ist nicht so schön. Licht an. Dolch in die Hand. Oh oh. Okay. Der hat sich jetzt zu früh umgedreht. 3. Stirb. Dafür, dass jetzt gerade ein Raum voller Orks war. Also 8 Stück gefühlt. Halten wir uns ganz schön gut. Ting, ting. Schwert. Au, 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 au. So viel dazu. Lauf. Kommen die hinterher? Nö. Ah, das ist schon mal gut. Ich hoffe mal nur nicht, dass sie jetzt direkt am Eingang hocken. Ah. Tun sie. Okay. Dingens kommt hoch, spring runter. Bogen in die Hand. Weil auf der rechten Seite oben ist gleich wieder einer. Bye bye. Da nicht, ein Stockwerk höher. Genau, hier. Oh, der schläft. Zack, zack, zack. Kaputt. Münze für die Aufgabe. Ja, wir brauchen ganz viele Münzen. Wahrscheinlich werde ich mich mit dem Heiligenschein zurückteleportieren müssen und von da aus zu dem Händler laufen. So, Licht an. Oh, noch ein Licht. Und komische Knochen auf dem Boden. Zera, schau, eine andere Box. Was ist denn dieser? Diese Box enthält den Geist des Todes. Sprichst du mit ihm, stirbst und gehst in die Unterwelt. Nö. Wenn das wahr wäre, hättest du mich nicht gewarnt. Nun denn, sprechen wir mit ihm. Ich muss dich nur nachmachen. Dummer Sterblicher, du wagst es, mich zu verdrängen. Dummer Sterblicher, du... Na, verdammt seist du und deine Worte. Kapla! Klingonisch, wie geil. Ich bin ein Diener von Hanakon und er sandte mich hierher, weil du mir etwas anzubieten hast. Ich bin Pyros, der reine Geist des Feuers. Ich wäre geehrt, dir die Geheimnisse der Flamme zu gewähren. Um dir mein Wissen zu geben, muss ich es schmieden, so wie die sterbliche Metall schmieden. Ich brauche die Werkzeuge des Schmiedes, um diese Arbeit zu erledigen. Ich benötige dazu folgende Dinge von dir. Rote magische Essenz. Einige Kreaturen bringen sie hervor. Es ist die Macht des Fleisches und des Blutes. Bring mir die Essenz von 20 solcher Kreaturen. Der Amboss, das Symbol der Stärke und des Widerstandes, bestraft durch jeden Schlag des Hammers, geht jedoch unbeschädigt hervor. Holz,
Ein gutes Feuer überredet das Eisen, seine jetzige Form aufzugeben. Ich brauche mindestens 30 Holzstücke. Wind. So wie die Herzschläge dem Krieger Stärke für seine Seele und Muskel geben, treibt das Pulsieren eines Blasebalges die Flammen des Feuers an. Einen Hammer. Der Hammer ist die Hand, die Form, das Werkzeug, welches Formen zu Leben erweckt. Der Arm, der der glühenden Masse seinen Willen aufzwingt. Bringt mir den Hammer des Schmiedes. Okay. Kannst du mich noch heilen? Das wäre schön. Klingt vor allem auch recht episch halt, ne? Die Aufgabe. Recht langwierig. Aber gut. Wir haben 2 von den roten Essenzen. Nur mal so der Übersicht halber. So. Rufter. Warten. Obwohl, ich glaube, ich teleportiere mich erstmal nach Hause. Wollte ich schon sagen. Einmal hier hin. Mhm. Gesundheit wurde hergestellt. Spiel wurde gespeichert. Gut. Dann gehe ich jetzt erstmal kurz einkaufen. Das war hier hoch. Rechts lang. Dann oben halten. Oh. Dass die immer wieder spawnen, ist ein bisschen irritierend. Aber wahrscheinlich für uns sehr gut, weil wir so an die... Was zur Hölle, du doofes... Auge in der Tür ist. Aber für uns gut, weil wir so an Münzen rankommen und... rote Essenzen. Du hast sie nicht sehr weit teleportiert. Au. Holz. Oh, sehr schön. Das war vorher nicht aufgetaucht, wenn wir Holz, also Dinger zerstört haben. Sehr gut. Zorans. Wir würden gerne verkaufen. Und zwar den schlechten Speer. Den da. 14 Münzen. Wie viel ist so eine Hitzeaura wert? Nö. Verkaufen. Rolle des Nahkampfschutzes. Rest brauchen wir eigentlich, ne? Roter Schleim. Holz. Nö, Rest brauchen wir. Und ich sehe gerade, wir sind Level 3 geworden. Wir sollten mal aufstufen und so. Punkt zu verteilen, 5. Wenn wir jetzt Schwerter nochmal erhöhen, kostet das dann 2 Punkte? Oder kostet es wieder nur 1 Punkt? Nächste Frage. Lohnt es sich, sich auf eine Sache zu spezialisieren? Also ich benutze ja ganz gerne Schwerter. Ich guck mal ganz kurz. Ich mach mal einen Punkt drauf und guck, ob wir jetzt 5, also danach 4 oder 3 haben. 4. Dann nehme ich nochmal... Ach komm, Dolche lasse ich weg. Also ja, Dolche machen von hinten mehr Schaden und ich greife gerne hinterrücks an. Aber ich denke mal, die Punkte, die wir daran investieren, sollten wir lieber in was anderes reinstecken. Also nehmen wir Konstitution, damit unser Lebensbalken größer wird. Und Rüstung, damit wir bessere Rüstung tragen können. Was ist die Frage? Magierrobe. Das geht nicht höher. Streikholm benutze ich eigentlich nur für Fässer. Und ja, harte Kreaturen. Okay, stopp, dann sollen wir es auch steigern. So. 2 Punkte noch. Nehmen wir nochmal Tränke und Rüstung. Bin eher für Bögen. Genau. Und dann kommen Rüstung. So. Inventar. Rüstung braucht Stufe 1. Ah, okay. Braucht Rüstung Stufe 0. Das heißt, wir können jetzt schon Rüstung tragen, die 2 Stufen höher ist als das, was wir haben. Das heißt, ich hätte es nicht unbedingt erhöhen sollen. Aber na gut. Oh. So. Gib mir eine rote Essenz. Roter Schleim ist falsch. Rote magische Essenz, das ist genau richtig. Kleiner Rubin. Ich mag Edelsteine. Ting, 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 ting. Holz müssen wir gleich genug haben. Und ich glaube, ich mache die Aufgabe, egal ob sie nützlich ist oder nicht, allein der Aufgabe wegen. Weil fast jede Aufgabe gibt Erfahrungspunkte. So im RPG-Kanon. Wie viel Gold haben wir jetzt? 25.
Kleiner Rubin. Kann für einen guten Preis verkauft werden. Also anscheinend für nichts anderes da. Dann machen wir das doch gleich mal. Verkaufen. Rubin, 10 Münzen. Das heißt, wir haben jetzt das Gold. Das Holz werden wir auch bald haben. Das ist ja nur eine Frage des Fässerschlagens. Bleiben noch die ganzen roten Essenzen. Wofür wir allerdings einfach hier immer wieder Flattermäuser töten könnten. Au. Man hat mir schon wieder das Ding geklaut. Ich mag die Fledermäuse hier nicht. Komm. Du, hinterher. Wo? Oh, da oben hat dich hockst du. 6 von 20. Komm hoch. Au. Oh. Nicht mein Herz klauen. 7 von 20. Jo. Oh. Was ist das? Geboren, um zu töten. Du hast 100 Monster getötet. Gibt es Erfahrungspunkte? Nö, hat sich oben nichts bewegt. Okay. Da war keine Falle. Oh, Fässer, sehr schön. Tonk. Tonk. Holz sind wir gleich fertig. Gib mir rote Essenz. Jo, die droppen das jetzt viel öfter. Wahrscheinlich wegen der Quest. So, Speer. Peaks, 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 Peaks. Die Geräusche sind teilweise echt. So. Oh, hätte noch eine Schlange. Noch eine Schlange, noch eine Schlange. Gut, wir nehmen erstmal das Holz. Dann sind wir jetzt fertig. Mal gucken, ob jetzt auch... Oh, das ist zu kurz. Mal gucken, ob jetzt auch die Holzfässer noch Holz droppen oder nicht. Grüne Essenz. So, testen. Droppst du Holz? Nein, weil die Quest erfüllt ist. Na, macht Sinn. Sonst würde unser Inventar zugemüllt werden oder wir hätten Sachen, die wir verkaufen können. Was ja beides nicht so ganz im Sinn des Spiels ist, hm? Dass man einfach so Sachen erfahren kann. So, drehe ich mal um. Zing, zing, zing. Au, au. Was tat weh? Also ja, ein Dolch im Rücken tut bestimmt auch weh, aber... Dann halt so. 103. Ja, definitiv nicht mehr mit dem Dolch im Rücken hauen. So macht das viel mehr Schaden. Eine Menge Papier und Bücher, ja. Hm. Gut, hier ist sonst nichts mehr. Hier kann man auch nichts klicken. Nö. Dann teleportiere ich mich mir doch nochmal zu dem Dingens zurück. Heil und Speicher. Und guck, ob die Fledermäuse wieder da sind. Darum. Ne, sieht nicht so aus. Die Fässer sind wieder da, aber die Fledermäuse. Oder? Ne, Fledermäuse nicht. Fässer da unten, ja. Hm. Na gut, gehen wir mal runter und rechts. Ja, runter und rechts. In die Küche. Da haben wir noch nicht überall Licht gemacht. Und unterwegs können wir ja fleißig die roten Essenzen sammeln. Die wir aber gar nicht für die Yoda-Aufgabe brauchen. Ah. Das war doch alles für den Schmied. Also ja, es ist trotzdem schön, dass wir es sammeln, aber wir brauchen es halt nicht. Hm. Na gut, alles Erfahrungspunkte. Wollen wir nicht meckern. Uah. Gehst du eigentlich hin? Oh, achso, da waren wir schon. Können wir hier was brauen? Rezepte? Erstellen. Erstellen. Regeneration, langsames Gift. Das sollen wir auch mal bauen. Das braucht jetzt aber keine roten Essenzen, oder? Rote Essenz mal 3. So viel dazu. Also ja, wir sollten definitiv erst die Yoda-Mission machen und das mit dem Schmied irgendwann, wenn wir genug Essenzen über haben. Oh, was wahrscheinlich nicht so bald sein wird. Wo kommt ihr jetzt auf einmal her? Du, Flattermäuse. Oh, neues Schwert. Was für ein... Au,
riesiger Teller. Ich will gar nicht wissen, was für Sorte Fleisch auf den Dingern war. Und ich will nicht wissen, warum die Fledermaus uns angreifen können, während du redest. Komm zurück, du. Genau, da oben bist du irgendwo. Au. Ich kann hier fast nichts sehen. Das ist voll düster. Lebenspunkte sehen noch okay aus, aber... Au. Rüstung wird beschädigt. Das ist nicht gut. Au. So, jetzt lass mich in die Kiste ran. Trank der Oberstärke. Irgendwo ist noch eine Fledermaus. Ich will erstmal Licht machen. Da. Na, endlich. So, was ist da drin? Ding, Pfeile. Sonst, was für ein riesiger Teller. Ich will gar nicht wissen, was für eine Sorte Fleisch von dem Ding gegessen wurde. Okay. Also, falls wir irgendwann mal einen Teller brauchen, sollten wir in die Küche gehen. Oh, hier ist ja noch Licht. Hier ist ein Topf. Nö. Komm schon, dich hau ich jetzt tot, du. Na also. Das Drücken von F3 erlaubt dir, alle deine Tränke anzuzeigen. Achso, ja, das kennen wir. So, 9 von 20. Ich denke mal, ich teleportiere mich jetzt einfach abermals zurück zu ihm hier. Speichere ab, mache einen kleinen Cut. Und dann gehen wir zurück zu Yoda und schauen uns da um, ob wir irgendwas finden, um seine Regale sauber zu machen. Also bis gleich.